Willkommen beim Radiokolleg, Ute Marenberg begrüßt Sie. Das Spiel des Lebens, spielend lernen, sich einem Problem spielerisch annähern, wenige Begriffe haben sich gesellschaftlich so stark verankert wie der Begriff des Spielens. Im Ö1 Radiokolleg gehen wir diese Woche auf die Suche, warum der Mensch nicht spielen kann und betreten den Mikrokosmos der elektronischen Spielwelten. Im heutigen ersten Teil widmet sich Gestalterin Sarah Kriesche der Frage, woher unsere Spielbereitschaft kommt. Wir sind hier in Salzburg an einem sehr denkwürdigen Ort, wo früher das Ballhaus war in der Barockzeit. Das wurde dann abgerissen und man hat hier das Landestheater in Salzburg hingebaut. Und was hatte man immer hinter das Landestheater gebaut? Das Spielcasino. Deswegen haben wir hier am Boden Marmortreppen, wo hier das Marionettentheater heute ist, waren früher die Roulette-Tische. Und wo das Institut für Spielforschung ist, wo wir uns jetzt hinaufbegeben in den zweiten Stock, da waren früher die Versorgungsräume. Rainer Buhland ist der Leiter des Instituts für Spielforschung am Mozarteum in Salzburg. 450 historische Spielbücher sowie über 3000 Grafiken und Spielpläne, die darlegen, wie im Lauf der Jahrhunderte gespielt wurde, sind hier gelagert. Vor mittlerweile 27 Jahren wurde das Institut vom Regisseur, Burgschauspieler und ehemaligen Rektor des Mozarteums, Günther Georg Bauer, gegründet. Und der hat gesagt, in meinem Reisepass steht Schauspieler. Aber was heißt Spiel? Darüber wissen wir so wenig, dass wir eigentlich ein Institut für Spielforschung bräuchten. Und so hat er 1990 hier, wir gehen jetzt in die Institutsräume hinein, ein Institut, das erste und bisher einzige auf der Welt, gegründet. Und ich war sein erster Mitarbeiter und 2007 habe ich dann das Institut übernommen. Rollt man die Welt des Spielens und der Spiele auf, führt die erste Assoziation bei vielen unweigerlich in die Welt der Kinder. Alles, was sie sehen und hören, fühlen und begreifen, wird schnell zum Spiel. Vom Grimassenschneiden vor dem Spiegel, dem Musizieren mit Besteck oder dem Klettern auf Bäume und Verstecken in Büschen, bis zum sechsten Lebensjahr haben Kinder um die 15.000 Stunden spielend verbracht. Das sind bis zu 8 Stunden täglich. Es ist ihre Methode, sich mit Neuem und Unbekannten vertraut zu machen, quasi ein sich ins Leben spielen, wie der Autor und Sozialpädagoge Armin Krenzes nennt. Das Spiel und das Spielen hat im Leben von Kindern weder etwas mit zufälliger Freizeitgestaltung noch mit einer rein lustbetonten Tätigkeit zu tun. Es ist kein Nebenprodukt einer Entwicklung, noch ist es ein verzichtbares Produkt im Lebenszyklus eines Menschen. Das Spiel ist gewissermaßen der Hauptberuf eines jeden Kindes, das dabei ist, die Welt um sich herum, sich selbst, Geschehnisse und Situationen, Beobachtungen und Erlebnisse im wahrsten Sinn des Wortes zu begreifen. Vielleicht spielen wir mit fortschreitendem Alter nicht mehr Abfangen oder mit Plüschtieren und Puppen. Allerdings vom Mensch ärger dich nicht über Poker oder Schach bis hin zu Planspielen für Schulungszwecke. Der Mensch lernt und spielt sein Leben lang. Wir haben in allen Spielen so Übergangsbereiche der Professionalisierung. Sie spielen, mein Sohn zum Beispiel, sehr gerne mit Bauklötzen. Heute studiert er Architektur. Oder sie spielen gerne Fußball, werden immer besser, spielen dann in einem Verein. Das Spiel an sich bleibt ja gleich. Und auch wenn sie dann mal später Architekt sind, wenn sie auf neue Ideen kommen wollen, dann müssen sie trotzdem wieder aufs Spiel zurückgreifen. Sie müssen kreativ sein, sie müssen ausprobieren, Gedankenexperimente machen. Also das Wesentliche, das Spiel, bleibt ja erhalten. Wir professionalisieren es, irgendwann bekommen wir Geld dafür und dann sprechen wir von Arbeit. Bereits seit dem 16. Jahrhundert gibt es Lernspiele, die neben Spaß auch Wissen vermitteln sollen. Aber nicht nur der Mensch, auch alle Tiere mit einer höheren Organisation des zentralen Nervensystems lernen durch das Spiel, sich an die jeweiligen Umweltbedingungen und Herausforderungen anzupassen. Also Ameisen zum Beispiel spielen nicht, die sind in ihrem Verhalten so festgelegt, dass sie nicht entscheiden können, so jetzt baue ich ja mal nicht mehr am Ameisenhaufen, während die höheren Tiere, Vögel, Säugetiere vor allem, das nicht das Verhalten automatisch prägt, die müssen lernen. Und wie lernt man am schnellsten, indem man spielt?
Deswegen spielen alle Säugetiere, weil sie so einfach schnell lernen können. Das ständige Spielen, das sozusagen einen Lernturbo darstellt, bildete im Rahmen der Evolution auch den entscheidenden Unterschied, dass der Mensch sich schneller als andere Säugetiere weiterentwickeln konnte, so der Evolutions- und Verhaltensbiologe Gregor Faumer. Denn so ausdauernd und intensiv junge Welpen herumtollen oder Kätzchen ihrem eigenen Schwanz nachjagen können, mit dem Eintritt der Geschlechtsreife endet dieses intensive Spielverhalten im Unterschied zum Menschen. Bei uns Menschen ist die Idee, dass wir eigentlich dieses Spielen fortsetzen, bis ins hohe Erwachsenenalter hinein, bis knapp vor die Senilität. Und eigentlich dann, wenn Menschen aufhören zu spielen, Gedankenexperimente zu machen, sich scheinbar zwecklos mit irgendwelchen Dingen auseinanderzusetzen, letztendlich dann irgendwann der Abschied bevorsteht. Es gibt einen eigenen Wirtschafts- und Forschungszweig, der sich Spielen für Tiere widmet. Hier versucht man zu ergründen, woran sich Hund und Katz erfreuen. Aber auch im Tropenhaus im Haus des Meeres in Wien gestaltete die Spieleentwicklerin Katharina Golonitsch im Oktober 2015 ein Spiel für zwei Affen. Um genau zu sein, den Weißkopfsakis. Um herauszufinden, was den Primaten zusagt, entwickelte Golonitsch das Spiel quasi mit dem Brüderpärchen gemeinsam. Zum Beispiel einer von den beiden war irgendwann mal an dem Skateboard von einem Besucher sehr interessiert und wollte an diesem Rad von dem Skateboard drehen. Und ich habe das eben aufgegriffen und festgestellt, okay, dem einen von den beiden taugt das total. Und deswegen gibt es einfach jetzt Drehelemente in diesem Spielzeug. Ich will herausfinden, wie die Weißkopfsakis spielen und besuche das 250 Quadratmeter große Tropenhaus im Wiener Haus des Meeres. Besucherinnen und Besucher treffen hier auf frei herumschwirrende Vögel, Affen, die über Seile und Treppen turnen, und Schildkröten, die sich ein Wettrennen zur nächsten Futterschüssel liefern. Ein kleiner Wasserfall mündet in einem Bach, in dem man tropische Fische und Krebse beobachten kann. Von den Weißkopfsakis gibt es keine Spur. Sie haben sich in eine entlegene Ecke zurückgezogen. Das eigens für sie gebaute Spiel interessiert sie schon lange nicht mehr, erzählt Michael Mitic, der Direktor des Haus des Meeres. Wir sind auch jetzt sehr froh, dass diese Versuche zu Ende sind, denn es hat eigentlich dazu geführt, dass die Affen Sozialkontakt zum Menschen gesucht haben. Der Hintergrund ist der, bei diesen Lern- und Spielversuchen ging es immer mit Belohnungen einher. Und die Assoziation der Affen war einfach, aha, Menschen, da kriege ich Naschereien. Nachdem die Dame nicht 24 Stunden da sein konnte, hat das dann dazu geführt, dass bei Abwesenheit meine lieben Affen sämtliche Besucher anschnorren gegangen sind und das Ganze eigentlich ganz andere Auswüchse angenommen hat, als wir ursprünglich vermutet haben. Da für die Tiere die Futterbeschaffung im Vordergrund stand, war das Spielen um des Spielens willen quasi korrumpiert. Den Weißkopfsakis scheinen die Äste, Hängebrücken und Seile zu genügen, um sich ganz dieser ursprünglichen Form des Spiels hinzugeben. Die jagen sich manchmal einfach aus Gaude, zwickt einer den anderen, läuft dann davon, was zur Folge hat, dass einer den anderen nachhält, dann geht es ein bisschen hin und her, dann ist wieder Ruhe. Also das, sage ich einmal, ist ein echtes Spiel, das hat keinen momentan erkennbaren Zweck, das kommt aus dem heraus, dass ihnen vielleicht fad ist oder auch Spiel dient ja sehr oft, vor allem bei sozialen und Gruppentieren, dazu, Stress abzubauen, schon von vornherein. Das heißt, das verhindert auch, dass die beiden irgendwann wirklich so aneinander geraten, dass das soziale Gefüge zerbrechen könnte. Vom Abfangenspielen über Passionsenlegen bis hin zum Tennismatch. Auch bei Menschen haben Spiele mitunter die Funktion, Stress abzubauen. Ob oder inwieweit sich die Intensität und die Hingabe, mit der sich vor allem Jungtiere dem Spiel widmen, von der Spielauffassung des Menschen unterscheidet, ist derweil noch ein ungelöstes Rätsel, so der Evolutions- und Verhaltensbiologe Gregor Faumer. Können wir von uns behaupten, dass unser Spielen, das wir betreiben, zum Beispiel wenn wir noch Kinder sind, Kleinkinder, dass sich das unterscheidet von dem Spiel, das ein Löwenbaby betreibt? Dass wir Spiele entwickeln mit ganz klaren Regeln und dann daran scheitern, dass Tiere dieses Spiel so spielen, wie wir uns das gedacht haben, das überrascht mich nicht, weil ich kann zwar ein Spiel vorspielen, aber die Regeln, die müssen ja erst verstanden werden. Und für uns machen ja meistens die Regeln das Spiel aus. Warum darf ich beim Fußball nicht mit der Hand hingreifen? Erklärt es an Schimpansen. Doch nicht nur Regeln, auch Freiwilligkeit, sich auf ein Spiel quasi einzulassen, zeichnet selbiges aus. Des Weiteren trägt ein Spiel immer ein Ziel in sich und wird anders als das gewöhnliche Leben wahrgenommen, so der niederländische Kulturhistoriker Johann Heusinger in seinem 1938 erschienenen Buch
Homo Ludens, also der spielende Mensch. Er befasst sich mit dem Spiel abseits seiner biologischen Funktion als elementare Kulturtechnik. Er schreibt: Das Spiel lässt sich nicht verneinen. Nahezu alles Abstrakte kann man leugnen. Recht, Schönheit, Wahrheit, Güte, Geist, Gott. Den Ernst kann man leugnen, das Spiel nicht. Mit dem Spiel aber erkennt man, ob man will oder nicht, den Geist. Erst durch das Einströmen des Geistes, der die absolute Determiniertheit aufhebt, wird das Vorhandensein des Spiels möglich, denkbar und begreiflich. Wir spielen und wissen, dass wir spielen, also sind wir mehr als bloß vernünftige Wesen, denn das Spiel ist unvernünftig. Egal ob ein Brettspiel, das Kritzeln mit dem Stift auf einem Block, Schauspiel, das Spielen eines Instruments oder ein Fußballmatch. Spiel und spielerische Handlungen sind nicht nur mit dem Körper, auch mit dem Geist und letztendlich dem Menschsein verwoben. Wir spielen mit Optionen. Wir spielen Situationen durch, wenn wir uns auf wichtige Ereignisse vorbereiten. Auch in Berufen, wo unkonventionelle Zugänge und Lösungen gefragt sind, geht dem Ergebnis ein Gedankenspiel voraus. Für den Kulturwissenschaftler, Autor und Publizisten Ernst Strohal ist das Spiel quasi das Katerfrühstück der Philosophie. Spiel ist ein Ort der Immanenz, der keine Transzendenz kennt. Das interessiert auch Johann Heusinger am Spiel in seinem berühmten Buch Homo Ludens. Vorher hat sich längst damit der deutsche Idealismus beschäftigt, vor allem Friedrich Schiller in seinem, glaube ich, berühmten, aber wenig gelesenen Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschen, betritt der Spielbegriff eigentlich die Bühne der Philosophie und vor allem der Kunsttheorie. Spiel ist für Schiller eigentlich Revolutionsersatz, eine Vorbereitung des Menschen auf den ästhetischen Staat. Letztlich greift auch die Mathematik im 20. Jahrhundert ganz besonders auf den Spielbegriff zu. Die ganze Artificial Intelligence entwickelt sich eigentlich sozusagen als Disziplin an einem Spiel, das am besten den menschlichen Geist simulieren soll. Was Sie hier hören, ist Musik, die eine künstliche Intelligenz im Rahmen des Google Brain Projekts mit dem Namen Magenta ohne menschliche Hilfe komponiert hat. Künstliche Intelligenz findet sich mittlerweile in Computerspielen und bei Sprachassistenten, wie sie mittlerweile jedes Smartphone besitzt. Das Paradoxon hierbei ist, dass künstliche Intelligenzen Dinge, die uns schwerfallen, wie zum Beispiel das Lösen komplexer mathematischer Aufgaben, perfekt beherrschen. Bei Dingen, die uns leicht und selbstverständlich vorkommen, wie einen Witz zu verstehen oder ein Spiel zu spielen, versagen sie. Hier braucht es menschliche Unterstützung und festgelegte Antworten, damit zum Beispiel Apples Sprachassistent Siri auf Befehl einen Witz erzählt. Zwei iPhones stehen an der Bar, den Rest habe ich vergessen. Doch zurück zum spielenden Menschen. Im Buch Homo Ludens des Kulturhistorikers Heusinger hat vor allem der von ihm geprägte Begriff des Zauberzirkels Popularität erlangt. Er bildet sozusagen eine magische Grenze zum normalen Leben. Wenn man ein Spiel spielt, muss man auf der einen Seite sich bewusst sein, dass man spielt, sonst wäre es ja unerträglich, ja, furchtbar, eine Horrorwelt, bei der man verliert, bei der man gewinnt, aber die hoch unwegbar ist. Und zugleich muss ich aber vergessen, dass ich spiele. Dass ich in einem Zustand bin, wo ich vergesse, dass ich spiele und zugleich mir aber bewusst bin, dass ich spiele, wie vielleicht in einem luziden Traum. Quasi in einem vom Alltag abgetrennten Raum unterwerfen sich Spielerinnen und Spieler mit Hingabe den Regeln. Sie werden weder gebrochen noch hinterfragt. Und gerade durch ihre Strenge und Unumstößlichkeit bilden sie für die Spieler eine entlastende Funktion, so Strohal. Wir unterwerfen uns lustvoll dieser Regelwelt. Und die Frage ist, spielen wir oder werden wir vom Spiel gespielt? Besteht nicht die dunkle Lust am Spiel, an dieser elementaren Kulturtechnik darin, dass wir, zum Beispiel durch den Würfel, von den Entscheidungen enthoben werden? Mit einem vom Kulturhistoriker Heusinger bezeichneten heiligen Ernst haben sich Mitspieler von Beginn an ganz der Sache verschrieben. Die Regeln lassen Grausamkeiten nicht nur zu, sie fordern sie oftmals sogar ein.
denn jeder Spielzug, den man tätigt, soll dem jeweils anderen größtmöglichen Schaden zufügen. Hierbei ist es einerlei, ob es sich um Versteckspiel, Tarock oder um Mensch-ärger-dich-nicht handelt. Also Sie müssen, wenn wir beide zumindest spielen, ja, Sie müssen zumindest so tun, wie wenn Sie mich gerne rausschmeißen würden. Das meint Heusinger gewissermaßen mit dem Ernst des Spiels, dass es ohne ein Minimum von Grausamkeit gar nicht zu betreiben ist. Ja? Und wenn Sie zumindest nicht so tun, wie wenn Sie mich gerne rausschmeißen, wenn ich vor dem Stall bin und Sie zwei Sechser jetzt würfeln und sagen, ah, jetzt habe ich die erwischt, dann sind sie komischerweise unhöflich im Spiel. Natürlich gibt es auch Spiele, die kooperativ angelegt sind. Spiele, die man alleine spielt oder deren Ausgang dem Zufall überlassen ist. In seinem 1958 erschienenen Buch Les Jeux et les Hommes, also die Spiele und die Menschen, versuchte der französische Soziologe, Literaturkritiker und Philosoph Roger Calois eine Übersicht zu schaffen und kreierte vier Spielkategorien. Agon, der Wettkampf, Alia, der Zufall, Mimikry, die Maskierung und Elinx, der Rausch. Gefährlichere Spiele, auch hier können sich kleine Kinder bis zur Bewusstlosigkeit als Kreisel drehen, ja? Aber es gibt auch Bungee-Jumpen, es gibt auch SM-Studios, wo mit der Simulation von Schmerz gespielt wird. Was den Kategorien gemeinsam ist, sie werden von einem Narrativ begleitet. Agonale Spiele etwa, wo Spieler in eine Konkurrenzsituation treten, haben die Funktion, das Märchen von der Fairness zu erzählen, von Leistung und dass alle die gleichen Ausgangsbedingungen hätten. Repräsentativ sind hier zum Beispiel Schach oder Monopoly. Ein sehr wichtiges Spiel im 20. Jahrhundert, ein Brettspiel, das die Ökonomie simuliert, das eigentlich erfunden wurde als marxistisches Lehrspiel, aber dann von einer findigen Firma Parker Brothers mit einigen wenigen Modifikationen zu dem Spiel des Kapitalismus geworden ist und der Gier. Auch hier glaubt man, es geht fair zu, aber wir alle wissen, das ist kein Bild der Gesellschaft, sondern manche müssen viel länger am Start warten und viele in unserer Gesellschaft bekommen kein Startgeld, alle Runden. Ja? Und die meisten Grundstücke sind, wenn man schon geboren wird, vergeben. Das Spiel mit der eigenen Identität ist im Bereich der Mimikry angesiedelt. Wie würde sich die Welt gestalten, wenn man jemand anderer wäre, auf einer Bühne stünde und Theater spielte? Da passiert auch was Interessantes. Der Schauspieler, der auf der Bühne steht und zum Beispiel Schmerzen spielen muss. Wenn der wirklich Schmerzen hat, kann er sie nicht so gut spielen. Also ein Schauspieler muss auch Schmerzen spielen, selbst wenn er welche fühlt. Also Spiel ist der Bereich des Als-Ob und er bleibt der Bereich des Als-Ob. Es ist extrem gefährlich, wenn man diesen Bereich erweitert und etwas so tun würde, wie wenn das Theater oder die Kunst, die viele Teile von Spiel übernimmt, plötzlich das Leben wäre. Wenn hier die Grenzen des Zauberzirkels bei Heusinger eingeebnet werden, werden die dunklen Seiten des Spiels deutlich, die Grausamkeit des Spiels. Spiel ist auch ein Ort, der jenseits von Moral und Sitte ist. Das ist auch die entlastende Funktion des Spiels. Und wenn der plötzlich aufs Leben übertragen wird, das Leben als Spiel, ist das Ergebnis Terror und Faschismus. Der Zufall, für manche auch das Schicksal, bestimmt die Spielform Alea. Die Verantwortung sozusagen an eine höhere Instanz abzugeben, birgt seit jeher einen immensen Reiz, aber auch Gefahren. Dort, wo du im Leben ununterbrochen Kontrolle haben wirst, also habe ich das richtige Haus, habe ich die richtige Partnerin, versäume ich etwas im Leben, kann ich hier würfeln. Und der Würfel, ja, der Motor quasi meiner Bewegung im Spiel, entlastet mich von jeder Entscheidung. Und offenbar wird genau dieser Zustand des sich Auslieferns an den Würfel als lustvoll erlebt. Eine dunkle Lust, glaube ich, und eine gefährliche Lust. Eine Lust, die zur Sucht werden kann. Ein Spiel, auf das man sich wieder besseren Wissens einlässt. Denn es gibt kaum eine Chance zu gewinnen. Weshalb es für Ernst Strohal auch eine gewisse Form der Selbstgeißelung birgt. Die wissen, dass sie verlieren werden. Und jeden, der sagt, ich habe beim Roulette gewonnen, den kann man den alten Satz zurück sagen, na dann hast du nicht lange genug gespielt, weil am Ende gewinnt nur die Bank. Also haben wir es hier zu tun, bei diesem pathologischen Spiel, vielleicht mit den dunklen Farben des Spiels, und zwar mit Riten der Selbstbestrafung, wo ich quasi im Spiel meine eigene Vergangenheit auslösche, im Moment des Gespieltwerdens und diesen Zustand als besonders lustvoll erlebe, und das ist schon eine Form von verstörender Perversität. Ich will doch nur spielen.
Kann der Mensch auch nicht spielen? Wäre es möglich, dass es Menschen gibt, die sich keinen Wettkämpfen stellen, keine Gedankenexperimente wagen, keine Neugierde auf Neues besitzen und sich einzig den Regeln ihres Alltags unterordnen? Was für Menschen wären das? Für Rainer Buhland, Leiter des Instituts für Spielforschung am Mozarteum in Salzburg, käme so ein Verhalten einer Krankheit gleich. Denn wie der Mensch nicht kommunizieren kann, kann er auch nicht spielen, so Buhland. Wenn wir in Depression fallen, dann kommunizieren wir eben nicht mehr, weil wir in uns selber zurückfallen. Und so ist auch das Gegenteil von Spielerstarrung. Ja? Also ich glaube, es gibt Menschen, die nicht spielen, die sind aber in größten psychischen Gefahren, würde ich mal sagen. Auch der Verhaltens- und Evolutionsbiologe Gregor Faumer schließt nicht spielende Menschen zwar nicht aus, der Menschheit dienlich wären sie allerdings nicht. Denn es ist das Spiel, das uns evolutionstechnisch weitergebracht hat, so Faumer. Wenn man es jetzt zweckorientiert formulieren will, ist das Streben nach Innovation, das Ausprobieren von noch nicht Ausprobierten, das Gehen neuer Gedankenwege, das sind Spiele. Man könnte Philosophieren als Spiele bezeichnen, man könnte Tauschhandel als Spiel verzeichnen. Es ist immer der Versuch, irgendwie etwas besser zu machen, etwas anders zu machen. Das ist das, was uns hilft, an unsere sich verändernden Umwelten anzupassen. Wir brauchen es wie ein bisschen Brot. Insofern würde ich sagen, es gibt wahrscheinlich nur sehr wenige, die sich es leisten können, nie gespielt zu haben oder nicht zu spielen. Die Gesellschaft trägt sie wahrscheinlich mit. Für kaum jemanden ist es vorstellbar, es könnte eine Kultur geben, die nicht auf die eine oder andere Art und Weise spielt. Nicht zuletzt deshalb handelt es sich um eine elementare Kulturtechnik, so der Autor, Publizist und Kulturwissenschaftler Ernst Strohal. Doch was immer Spiel ist, entzieht sich weitläufig jeder Definition. Ist doch Spiel eine Welt des Als-Ob. Balgt man mit Kindern, tut man sich nicht wirklich weh. Der Schauspieler auf der Bühne ist nicht wirklich krank. Der Mord im Film ist nie der reale Mord. Das heißt, wir nutzen diese Welt des Als-Ob für verschiedene Zwecke, um zum Beispiel Ängste zu bearbeiten, um ein gewisses Ventil zu schaffen, das von den Regeln der Gesellschaft suspendiert, aber wiederum in einen regelgeleiteten Zustand führt. Das ist, glaube ich, vielleicht eines der tragenden Dinge, warum Spiel elementar als Kulturtechnik funktioniert. Ob man beim Spiel wirklich etwas lernt, ist eine ganz andere Frage. Aber man lernt vielleicht, einen Zustand des Als-Ob zu kreieren. Mehr als nur ein Spiel, wie Gamification das Leben bestimmt. Morgen stellt Sarah Kriesche Betrachtungen über die Spielbereitschaft und deren Nutzen für Wissenschaft und Wirtschaft an. Willkommen beim Radiokolleg. Ute Maurenberg begrüßt Sie. Gamification ist das Trendwort und Thema. Spielerische Ansätze werden in verschiedensten Bereichen eingesetzt, damit die Zielgruppe, wie zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens, motivierter sind zu arbeiten. In der Forschung wiederum will man über Spiele Seniorinnen und Senioren helfen, Alltagssituationen besser zu meistern. Und junge Menschen sollen mit Hilfe von Spielen Grundlagen besser verstehen lernen. Sarah Kriesche mit einem Blick in die Welten, die erst durch unsere Spielebereitschaft entstehen. Wir aus der Presseagentur haben eine Umfrage gemacht. Ich habe 23 Leute befragt und dabei herausgefunden, 5 Leute lesen die Zeitung, 4 Leute schauen in der Zeitung die Bilder an und 14 Leute kaufen überhaupt gar keine Zeitung. So klingt es, wenn die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen des Wien-Extra-Ferienspiels mit dem Titel »Rein ins Rathaus« eine Woche lang ihre Kinderstadt gestalten und verwalten. Der Tag beginnt mit einem Besuch beim Arbeitsamt. Danach geht's ab in einen der 25 Aktionsbereiche zu den Themen Verwaltung, Wirtschaft, Politik und Mitbestimmung. So sollen sie nicht nur gut unterhalten werden, sondern die Grundlagen einer Demokratie erleben und verstehen, so Erik Amelin, Geschäftsführer der Agentur Müllers Freunde, die das Lernspiel veranstaltet. Ursprünglich geht es einfach von einem Rollenspiel aus. Rollenspiele funktionieren für Kinder ganz gut. Das heißt, ich übernehme eine Rolle, zum Beispiel interessiert mich nur Kaufmannsladen. Ich stehe im Shop und verkaufe Dinge. Wo es dann spannend wird, ist, es hat Auswirkungen, auch wenn ich das mache. Die Auswirkung ist dann gut, wenn ich sie spüre. Das heißt, ich kriege Lohn. Das ist in der simpelsten Variante das, was das Spielsystem ausmacht.
das Add-on dabei ist, das reale System drüber zu legen und zu sagen, okay, was brauchen wir? Wir brauchen ein Steuersystem, weil es ein Geldkreislauf ist. Worte wie Budget oder Ökonomie lernen die 6- bis 13-Jährigen durch die Notwendigkeit. Gesetze müssen beschlossen, Volksbegehren initiiert und Wahlen veranstaltet werden. In der Kinderstadt herrscht Dauerwahlkampf, denn täglich gilt es, eine neue Bürgermeisterin bzw. einen Bürgermeister zu wählen. Der hat dann einen Tag, um Wahlversprechen einzulösen, die Stadt zu verbessern und hoffentlich am nächsten Tag wiedergewählt zu werden. Das Erste, was die Kinder da gemacht haben, wir senken die Steuern. Der Effekt ist unmittelbar am nächsten Tag spürbar gewesen. Es hat die Bank den Bankrott erklärt. Und damit sind die Kinder sehr, sehr aufgeregt. Dann fängt der Lerneffekt an, weil dann kann man sagen, ja, was fällt euch denn dazu ein? Und dann kommen lustigerweise genau die Dinge, die in der Erwachsenenwelt auch vorkommen. Es wurde versucht, Verfassungen zu ändern, natürlich. Oder eine Arbeitszeitbeschränkung. Es werden sehr populistische Vorschläge gemacht, lustigerweise von Kindern. Und sie sehen, das geht sie dann hinten und vorne nicht mehr aus. Das heißt, bei der nächsten Wahl sehen sie die Auswirkungen und es gibt Gegenkandidaten, die das schon durchschaut haben. Wichtig, damit ein derartiges Lernspiel funktioniert, ist, den Kindern bei ihren Entscheidungen nicht dreinzureden. Ansonsten tritt der gewünschte Lerneffekt nicht ein. Etwas, was vor allem Eltern oftmals schwerfällt. Die natürlich, verständlich, mit dem Kind zu einem Spielfest gehen. Das ist aber eine komplexe Simulation, die wir dort haben. Das heißt, ich muss die Erfahrung zulassen. Das heißt, wenn die Bank zusperrt, dann hilft es nichts zu sagen, okay, na gut, wir haben eh eine Kiste mit Geld, stellen wir das einfach hin. Damit schneide ich die Lernerfahrung von, wie viel haben wir pro Tag, 700 Kinder ab. Spiele, die auf die eine oder andere Art und Weise neben Unterhaltung auch Wissen vermitteln sollen, gibt es seit dem 16. Jahrhundert, weiß Rainer Buhland, Leiter des Instituts für Spielforschung am Mozarteum in Salzburg. Über 450 historische Spielbücher sowie über 3000 Grafiken und Spielpläne sind hier gelagert. Besonders seltene und wertvolle Spiele sind in einem eigenen Safe aufbewahrt. Und öffnen wir mal den Safe hier. Da haben wir zum Beispiel Zahlenkampfspiel oder Rhythmomachia, wie es damals hieß. Und das ist eine wahnsinnig interessante Sache. Ein vortrefflich und uraltes Spiel mit H, uraltes Spiel des Pythagoras. Stimmt zwar nicht, aber klingt aber gut. Das auf einem doppelten Schachbrett gespielt wurde. Und zwar mit Spielfiguren, auf denen Zahlen sind. Und man musste jetzt zusammen mit dem Gegner, mit den gegnerischen Steinen, alleine kann man das nicht machen, eine Zahlenharmonie bilden. Bei dem Spiel selbst geht es nicht bloß um Addition oder Subtraktion, sondern um die Zahlen selbst. Die mathematischen Theorien des Mittelalters liegen dem Spiel zugrunde. Die Summe der Quadrate der ersten 6 natürlichen Zahlen bildet zum Beispiel die sogenannte Pyramide. Das komplexe Spiel, in dem Zahlen in sich oder im Bezug zueinander positioniert werden, erfreute sich im frühen 11. Jahrhundert vor allem in Europa großer Beliebtheit. Der erhoffte Lerneffekt war ein geübter Umgang mit Arithmetik. Das war in den mittelalterlichen Domschulen, in den frühmittelalterlichen schon, sehr wichtig, weil da kann man die ganze Welt darauf aufbauen. Die Harmonia Mundi beruht auf Arithmetik, geht zurück auf Boethius aus dem 8. Jahrhundert. Und das war etwas Grundlegendes, was man in den Domschulen lernen musste. Deswegen hat ein Bischof mit dem schönen Namen Asinus, was Esel heißt, aber bedeutender Bischof, wahrscheinlich in Köln so um das Jahr 1040, 1060 ein Spiel erfunden. Das ist wahrscheinlich der erste namentlich bekannte Spieleerfinder. Der hat eben die Rhythmomachia, das Zahlenkampfspiel, erfunden. Auch der aristokratische Jüngling von Welt lernte im 17. Jahrhundert durch das Spiel. Immerhin gab es auch seinerzeit Trends und Moden und wollte man dazugehören, war das nötige Wissen um die jeweiligen Sujets essentiell. Heute muss man wissen, wie ist das Nike-Zeichen oder das Adidas-Zeichen, damit man mitsprechen kann. Damals musste man wissen, was ist das Wappen des französischen Königs und was ist das der deutschen Kaisers. Und um das zu lernen, gibt es natürlich ein Lernspielbuch. Ich habe da hier eines, das ich eingeschlagen habe und jetzt auswickle, nämlich Préanville, ein Jesuit in Lyon, ist auf die Idee gekommen, ich
mache die Wappen Europas auf Spielkarten und gebe ein Buch dazu heraus. Also die Spielkarten sind hier in das Buch eingebunden und im Buch ist das Wappen, die Geografie des Landes und die Geschichte des Landes erklärt. Je nach Lust und Laune konnte man so etwa Quartett spielen. Der andere bekam die gewünschte Karte nur, wenn er zum Beispiel etwas zur Geografie des jeweiligen Landes sagen konnte. 1659 erschien das Spiel in Lyon und war ein so großer Erfolg, dass es 1660 bereits eine zweite Auflage gab. Mittlerweile, über 300 Jahre später, finden sich viele Lernspiele auf anderen Medien, wie dem Computer oder einer Konsole. Aber das Ziel bleibt das gleiche. Man will die Spielbereitschaft des Menschen nutzen, um komplexe Inhalte zu vermitteln. Auch die grundlegenden Prinzipien haben sich nicht geändert, wie Belohnungssysteme oder eine begleitende Geschichte, so Alexander Pfeiffer, Zentrumsleiter für angewandte Spieleforschung an der Donau-Universität in Krems. Beispielsweise die Immersion, das heißt, ich tauche in das Spiel ein und fühle mich sehr wohl im Spiel, vergesse vielleicht die Umwelt auch kurzfristig um mich herum, weil ich mich im Spiel sehr wohl fühle. Bei Spielen, die man gemeinsam mit anderen Mitspielerinnen und Spielern spielt, ist es sowohl das Miteinander als auch das Gegeneinander. Dann bei Spielen, wo es einen Avatar gibt, gibt es natürlich dieses Gefühl der Auseinandersetzung mit dem digitalen Ich. Viele Spiele heutzutage sind im Social-Media-Bereich auch angesiedelt, dass ich die Chance habe, auf Facebook meine Erfolge zu teilen. Und hier verbinden sich die klassische Spielwelt mit den sozialen Medien, in denen wir uns alle oder fast alle derzeit sehr gerne bewegen und uns auch sehr gerne zeigen, was und wie wir es tun. Derzeit erforscht und arbeitet Alexander Pfeiffer mit seinem Team an 15 Projekten, die sich alle mit digitalen Lernspielen auseinandersetzen. Die Kunst hierbei ist, die Inhalte, die man vermitteln will, so einfließen zu lassen, dass sie weder stören noch untergehen. Oft sagt man, dass bei digitalen Lernspielen diese berühmte schokoladenüberzogene Brokkoli stattfindet. Das heißt, dass man mit Spiel etwas tarnt, was vielen Leuten nicht schmeckt. Und das ist natürlich auch schon sehr oft passiert. Wir haben im Spielbereich immer wieder neue Worte, die erfunden werden. Also dieser Bereich Serious Gaming bzw. Games of a Purpose hat man vor wenigen Jahren noch nicht gesagt. Da hieß das Ganze noch Educational Games. Das Problem war, dass diese Educational Games wirklich schlimm und schlecht waren. Und mit den ersten Spielen, die mit dieser Game Engine Unity gemacht wurden und damit recht hochwertig waren, wie von der Firma Ophos, von uns wissenschaftlich begleitet, der berühmte Ludwig. Dann hat man eben diesen Serious Gaming Begriff erfunden, um sich von den Educational Games etwas abzuspalten. Und ich bin gespannt, wann es auch die ersten richtig schlechten Serious Games gibt und man wieder ein neues Wort braucht, um zu zeigen, mein Lernspiel ist so viel cooler als diese alten Serious Games. Wir schreiben das Jahr 2098. Ludwig, ein kleiner Forschungsroboter, ist auf einer wichtigen Mission. Seinem Heimatplaneten droht die Energie auszugehen und er wurde losgeschickt, um alternative Energiequellen zu finden. Er hofft, auf diesem kleinen blauen Planeten das so dringend benötigte Know-how zu finden. Wird er es mit deiner Hilfe schaffen, sein Raumschiff zu reparieren und die Menschen auf der kaputten Raumstation zu retten? Play Ludwig ist ein Physik-Abenteuerspiel. Ludwig, ein Roboter von einem anderen Planeten, ist auf einer mittlerweile unbewohnbaren Erde gestrandet. Er muss die Welt retten, indem er erneuerbare Energieformen wieder in Gang bringt und die Welt bewohnbar macht. Und es gibt mir jetzt verschiedene Kapitel, wie das Wasserkraftwerk-Kapitel, das Solarkraftwerk, das Luftkraftwerks-Kapitel, wo sie als Roboter Ludwig in einer wunderschönen 3D-Welt herumlaufen und diese Puzzles lösen, die aber letztendlich 1:1 mit dem Unterrichtsstoff für 12-jährige Physik abgestimmt ist und Lehrerinnen und Lehrer sich ganz leicht tun, diese Versuche, die sie mit dem Ludwig machen, auch im Physiklabor nachzustellen. Lange Rede, kurzer Sinn, unsere Forschung hat nach 2 Jahren ergeben, wenn Ludwig gespielt wurde, plus die Lehrperson im Physiklabor dezidiert die Beispiele gemacht hat, war erhöhtes Stoffwissen noch da. Die Leute, die nur Ludwig gespielt haben, hatten solides Wissen und genauso solides Wissen wie die Leute, die nur für die Prüfung gelernt haben. Aber nicht nur für Kinder und Jugendliche gibt es eine Fülle an Spielen, die auch Lernspaß versprechen. Sogenannte Silver Gamer, also Seniorinnen und Senioren, sind eine zahlungskräftige und große Zielgruppe, die die Branche für sich gewinnen will. Neben unzähligen Apps, die Spielspaß versprechen, gibt es auch hier Lernspiele, die zum Beispiel helfen sollen, schneller und besser zu reagieren, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist.
Gemeinsam mit dem Haus der Barmherzigkeit hat das Team um Alexander Pfeiffer deshalb das Spiel namens Bike Racer entwickelt. Wenn das Seniorinnen und Senioren 12 Minuten pro Tag spielen, wenn sie es schaffen, ein Fahrrad auf der Piste zu halten und gleichzeitig die Leertaste beim richtigen Symbol zu drücken, alles in ihren Spielflow, alles optimal abgestimmt, dass es in der Schwierigkeit sozusagen perfekt passt. Da haben wir hier in einem Feldversuch nachgewiesen, dass dann danach die Aufmerksamkeit am Straßenverkehr, wenn die älteren Personen selber Rad gefahren sind, wesentlich gesteigert war, dass das Mindsetting sozusagen erweitert war und dass man einfach wieder Kleinigkeiten wie ein Kind, das über die Straße rennen möchte, eher erkennt als noch in der Zeit, bevor man mit dem Spiel Aufmerksamkeit trainiert hat. Mehr oder weniger das Gegenteil von Lernspielen stellt wohl das Online-Glücksspiel dar. Mit einem Wachstum von 15% zählt es zu den am stärksten ansteigenden Märkten in ganz Europa. Die EU-Kommission schätzte die Zahl der Europäer, die im Internet Glücksspiele spielen, im Jahr 2014 auf etwa 7 Millionen. So beliebt wie auch riskant Roulette, Poker und Co. sind, in ihnen wurzelt auch eines der bedeutendsten Modelle für wirtschaftswissenschaftliche Forschung und Lehre, die Spieltheorie. Wir schreiben das Jahr 1928. Der Österreich-Ungar John von Neumann, ein Gründervater der Informatik wie auch der Spieltheorie, versucht, den Verlauf von Glücks- und Gesellschaftsspielen systematisch zu beschreiben. Es gilt für ihn herauszufinden, nach welchen Regeln Menschen ihre Strategie im Spiel wählen. In Folge kann er die Existenz einer optimalen Strategie in Nullsummenspielen beweisen. Sprich, sobald um den Sieg gespielt wird, egal ob beim Schach oder im Krieg, steht dem eigenen Gewinn ein Verlust des Konkurrenten in gleicher Höhe gegenüber. Einige Jahre später wird die Spieltheorie ihr Hauptanwendungsgebiet in der Ökonomie finden. Der Wirtschaftswissenschaftler Oskar Morgenstern erweitert Neumanns Spieltheorie um wirtschaftliche Fragestellungen. 1944 erscheint ihr gemeinsames Buch »The Theory of Games and Economics«, zu Deutsch Spieltheorie und ökonomisches Verhalten. 6 Jahre später wird das Nullsummenspiel vom Mathematiker John Nash um das nach ihm benannte Nash-Gleichgewicht erweitert. Nash, vielleicht hörst du mal für 5 Sekunden auf, mit deinen Papieren zu rascheln. Erinnert euch an die Lektion von Adam Smith, dem Vater der modernen Ökonomie. Im Wettbewerb kommt der individuelle Ehrgeiz dem Gemeinwohl zugute. Genau. Jeder kämpft für sich selbst, Gentlemen. Und die scheitern, bleiben bei ihren Freunden hängen. Ich werde nicht scheitern. Eine Blondine in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach. Der Film A Beautiful Mind, der das Leben des großen Mathematikers cineastisch aufbereitet, versucht, das Nash-Equilibrium anhand einer Barszene zu skizzieren. John Nash sitzt mit 4 Freunden in einer Bar. 5 Frauen betreten die Szenerie. Die hübscheste von ihnen wartet darauf, umgarnt zu werden. Getreu dem Motto, möge der Beste gewinnen, wollen die konkurrierenden Männer um sie werben. Doch Nash hält sie zurück. Wenn wir alle hinter der Blondine her sind, blockieren wir uns gegenseitig. Und kein einziger von uns kriegt sie. Also machen wir uns an ihre Freundinnen ran. Aber die zeigen uns alle die kalte Schulter, weil niemand gern zweite Wahl ist. Und was ist, wenn sich keiner an die Blondine ranmacht? Dann kommen wir uns nicht in die Quere und beleidigen nicht die anderen Mädchen. Nur so werden wir gewinnen. Nur so kommen wir alle zum Stich. Adam Smith hat gesagt, das beste Resultat erzielt man, wenn jeder in der Gruppe das tut, was für ihn selbst am besten ist. Richtig? Das hat er gesagt. Richtig. Unvollständig. Unvollständig. Weil man das beste Resultat dann erzielen wird, wenn jeder in der Gruppe das tut, was für ihn selbst am besten ist. Und für die Gruppe. Es handelt sich bei dieser Szene nicht um das Originalbeispiel und soll vereinfacht darstellen, worum es beim Nash-Gleichgewicht geht. Kein Spieler profitiert davon, seine einst gewählte Strategie zu verändern, solange die anderen Spieler ihre Strategien unverändert lassen. 1994 bekam John Nash dafür den Wirtschaftsnobelpreis. Etwas, womit der Mathematiker nicht gerechnet hatte, wie er in einem Interview bei den Lindauer Nobelpreisträgertagungen im Jahr 2012 erzählte. I knew I had a good idea and it was well worth publishing and it was sort of Ich wusste, dass ich eine gute Idee hatte, die das Nullsummenspiel von Morgenstern und von Neumann erweiterte. Aber es ist immer schwer zu sagen, was die Zukunft bringt. Dass ich dafür einmal den Wirtschaftsnobelpreis bekommen würde, hatte ich nicht erwartet.
entirely a matter of the fortunes of history. Egal ob in Politik, Biologie oder Wirtschaft, überall greifen Experten bei ihren Entscheidungen mittlerweile auf spieltheoretische Überlegungen zurück. Auch die Evolutionsbiologie nützt spieltheoretische Modelle, wenn es darum geht, Verhalten von Menschen oder Populationen auf bestimmte Ereignisse vorherzusagen, weiß der Verhaltens- und Evolutionsbiologe Gregor Faumer. In meinem Studium kam die Spieltheorie sehr oft dann vor, wenn es um die Evolution von Ethik gegangen ist. Ja, dass wir sagen, wo kommt denn unser ethisches Verhalten eigentlich her? Und dann kann man Spiele entwickeln, die das sehr gut zeigen. Zum Beispiel, wie viel teilt man mit einem Menschen, der das Angebot ablehnen kann, und dann verlieren beide das Geld. Ja, und da kommt für mich als Antwort das raus, dass jene, die nichts haben, eine unglaubliche Macht haben, weil sie können dir die Hütte anzünden, wenn du ihnen zu wenig anbietest. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was spieltheoretisch gezeigt werden kann. Eines der größten Anwendungsgebiete findet sich aber natürlich in der Wirtschaft. Besonders prominent sind Modelle zu finanziellen Entscheidungen. Am Institut für angewandte Psychologie, Arbeit, Bildung und Wirtschaft wendet man derzeit zum Beispiel spieltheoretische Modelle an, um herauszufinden, unter welchen Bedingungen Menschen Regeln einhalten und wann sie brechen. Konkret, wann zahlen Menschen Steuern und wann versuchen sie, Steuern zu hinterziehen, so der Vorstand Erich Kirchler. Im Labor versuchen wir, eine Situation herzustellen, wo die Teilnehmer einen Geldbetrag verdienen und dann, je nach Situation, die wir kreieren, bezahlen sie einen bestimmten Betrag an Steuern und werden unter bestimmten Bedingungen kontrolliert und müssen auch eine Strafe zahlen, falls sie nicht die Steuern ordnungsgemäß abgegeben haben. Eine der Fragestellungen ist hier etwa, ob es gelingt, Leute durch Strafen zur Ehrlichkeit zu erziehen oder ob nicht intendierte Effekte eintreten, wie beispielsweise der sogenannte Bombenkrater-Effekt, wo nach einer Steuerkontrolle die Ehrlichkeit sogar sinkt. Weil sich Menschen aufgrund ihrer strategischen Überlegungen ausrechnen, oft falsch berechnen, dass die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Kontrolle unmittelbar nach einer Kontrolle reduziert ist. Oder, was wir auch beobachten, Menschen, die in einer Situation, in einer dieser Spielrunden kontrolliert und bestraft wurden, versuchen in den nächsten Runden den Verlust wieder wettzumachen. Sprich, Kontrollen und Bestrafungen sind zwar notwendig, allerdings wirken sie nicht so einfach, wie es die Theorie oftmals nahelegt. Nicht selten bewirkt ihr Einsatz genau das Gegenteil von dem, was man erhofft hatte, so Kirchler. Etwa weiß man, dass Kontrollen dazu führen können, dass Leute wesentlich strategischer werden in Zukunft, dass sie überlegen, wie sie doch den Kontrollen auskommen. Und bei Strafen weiß man, dass eine Strafe etwa auch als ein Preis wahrgenommen werden kann. Einen Preis, den man gerne für eine Sache zahlt, die einem wichtig ist. Da gibt es sehr überzeugende Experimente, wo gezeigt wird, dass eine Strafe nur dann einen Effekt hat, wenn sie als solche empfunden wird und nicht als ein Preis. Eines der größten Geldspielfelder ist der Finanzmarkt. Hier beobachtet Kirchler einen oft überzogenen Optimismus, Situationen kontrollieren zu können. Viele verrechnen sich mit Wahrscheinlichkeiten, etwa wenn es darum geht, dass sie Verluste der Vergangenheit durch Gewinne wettmachen können. Eine zutiefst menschliche Eigenschaft, die sich bis in den Alltag zieht. Sobald ein Mensch Geld, Zeit oder Energie in ein Projekt, einen Menschen oder eine Idee investiert hat, hält er oft auch wider besseren Wissens daran fest. Ein banales Beispiel, wenn Sie am Abend überlegen, auf den Nachtbus zu warten oder zu Fuß nach Hause zu gehen, dann können Sie sehr schnell überlegen und zu Fuß nach Hause gehen. In dem Moment, wo Sie 10 Minuten, Viertelstunde gewartet haben, wird es immer schwieriger, zu Fuß nach Hause zu gehen. Da warten Sie, auch wenn es noch so lange dauert. Besonders unter Stress fällt es Menschen schwer, die für sie optimale Lösung zu wählen. Hier können auch Emotionen einen großen Einfluss auf Entscheidungen nehmen. Kirchler beobachtet sehr häufig, dass Menschen unter Stress oftmals systemische Fehler begehen und es ihnen nicht gelingt, alle Informationen zu verarbeiten. Und sehr häufig in Situationen Heuristiken, also Abkürzungen angewandt werden, ich mich auf ein Signal verlasse, aber bei Weitem nicht alle Informationen sammle und verarbeite, analysiere und dann sozusagen die beste, die optimale Lösung wähle. Egal ob in einer Alltagssituation oder bei einem Spiel, selten ist die optimale Lösung, so es sie gibt,
sofort klar absehbar. Fehler und Erfahrungen lehren uns, neue Strategien auszuprobieren und Fähigkeiten zu optimieren. Evolutionstechnisch betrachtet können hierbei auch scheinbar sinnlose Spiele ohne expliziten Lerncharakter einen wertvollen Beitrag leisten, so der Verhaltens- und Evolutionsbiologe Gregor Faumer. Wenn wir annehmen, dass die Zwecklosigkeit eigentlich beschreibend ist für den Begriff des Spielens, dass ich einfach ungerichtet irgendetwas mache mit meinen Händen, mit meinen Gedanken, dann können wir meist retrospektiv sagen, das war sinnvoll, diese Zeit damals, oder sie war nicht sinnvoll. Deswegen können wir heute noch nicht sagen, ob dieses Spiel mit dem Handy, irgendwelche kleinen Spiele, die ich mit dem Daumen in der U-Bahn-Station erledigen kann oder sonst was sinnvoll sind oder nicht. Aber sie sind ein Spiel, weil wir eben noch keinen großartigen Zweck damit erfüllen. Vielleicht schaut es in 30 Jahren anders aus. Wir sind klüger und können sagen, weil wir damals das und das gespielt haben, sind wir heute so weit, dieses und jenes umzusetzen. Nur, wer kann schon in die Zukunft schauen? Ne? Sarah Kriesche über die Zukunft des Spielens in Teil 2 ihrer Radiokolleg-Serie »Mehr als nur ein Spiel«, wie Gamification das Leben bestimmt. Willkommen beim Radiokolleg, Ute Marenberg begrüßt Sie. 2016 fand eine Weltmeisterschaft statt, von der Sie vielleicht nichts oder nur am Rande gehört haben. Es ging dabei um satte 6,7 Millionen Dollar Preisgeld. 14,7 Millionen Menschen sahen den Spielen via Internet in Spitzenzeiten zu. Insgesamt wurde in 15 Tagen 49 Stunden lang gespielt. Die Rede ist von der Weltmeisterschaft im Computerspiel mit dem Namen League of Legends. Es handelt sich um sogenannten E-Sport. Das steht für elektronischer Sport und ist der Überbegriff für Computer- und Konsolenspiele, die mehr als nur ein Spiel sind. Wie auch bei Fußball oder Basketball gibt es auch hier Managements, Sponsoring, Trainer, Teams, Kommentatoren und natürlich Preisgeld. Sarah Kriesche hat einen Blick hinter die Kulissen des E-Sports geworfen. Ich habe da sehr viel Zeit investiert. Ich spreche da wirklich von täglich 4 bis 6 Stunden. Neben meiner damaligen Ausbildung noch. Dann kam die Europameisterschaft in Leipzig und dort habe ich dann den 3. Platz absolviert. Und dann kam Adidas auf mich zu und dann bekam ich einmal so einen Vertrag zugesendet. Ich hatte früher noch kein Management. Das heißt, der erste Schritt war, zu Mama zu gehen. Das war natürlich dann auch von der Mama ihrer Seite etwas, wo sie dann gesagt hat, okay, ich gebe Ihnen jetzt doch noch mehr Rückendeckung, damit er sich einfach mehr auf das konzentrieren kann. Der 30-jährige Mario Wiska ist Profifußballer. Sein Spielfeld ist ein Monitor. FIFA ist der Name des Computer- und Konsolenspiels, wo sich, wie der Name schon vermuten lässt, alles um Fußball dreht. Hier ist man Trainer und Manager seines Teams, verpflichtet Spieler, handelt Verträge aus und spielt natürlich mit seiner Lieblingsmannschaft. Die Vorlagen sind dabei real. Ob Messi oder Ronaldo, durch die komplette Lizenzierung des Spiels kann man bei dieser Fußballsimulation aus über 650 real existierenden Mannschaften auswählen. FIFA ist das weltweit meistverkaufte Konsolenspiel des letzten Jahres. Und Mario Wiska ist der erfolgreichste FIFA-Spieler Österreichs. Wie halt Rapid bin ich der Rekordmeister in Österreich, was einfach Titel belangt. Und das kann mir auch nicht so schnell jemand wegnehmen. Neben Ruhm und Ehre bedeutet das, wie bei den meisten anderen Sportarten, auch Geld. Sponsoren zahlen dafür, dass Wiska ihr Logo trägt, wenn er spielt. Fußballvereine wie zuletzt der deutsche Bundesliga-Verein Schalke 04 engagieren ihn. Auch in Frankreich, Spanien und den Niederlanden unterhalten traditionelle Fußballvereine bereits eigene Computerspieldivisionen. Diese sollen das Image auffrischen und neue Zielgruppen erschließen. Es gibt ja leider das Problem bei sehr vielen Fußballvereinen, dass sie nicht wachsen, also die Mitgliederanzahl der Fans. Ja. So, und A bringt man natürlich seine eigenen Fans schon mit, also seinen E-Sport-Fans, aber natürlich auch bekommen das die normalen Mitglieder und Fans natürlich auch mit. Bei Schalke war es so, dass wir bei der Mitgliederversammlung letztes Jahr vor 10.000 Leute vorgestellt worden sind und das hat sich dann im Verein natürlich durch jede Abteilung und Ecke natürlich durchgesprochen. Ja. Und bei den Fans genauso, das heißt, meistens ist es so, dass es eigentlich monatliche Gehälter sind, so wie in der Arbeit und daraufhin natürlich dann die Prämien von den Turnieren oder Prämienauftritte, wenn man halt irgendwo gebucht wird von irgendeinem Sponsor oder irgendeinem Messestand oder in einem Einkaufszentrum gegen Fans spielen und so weiter und so fort. Die Partie geht los, die Euphorie ist groß. Oh, wie bei der FIFA. Ich seh die Mannschaft und die Spielertrikots, wir singen. Oh,
FIFA, hey. Viva la FIFA, oh. Viva la FIFA, la FIFA, la FIFA. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. So wie Motorsport oder Reitsport ist auch E-Sport ein Überbegriff für eine Reihe von Computerspielen, die verschiedene Genres abdecken. Es gibt E-Sport quasi seit es Computerspiele gibt. Die Intergalactic Space War Olympics etwa, die sich rund um ein Spiel namens Space War dreht, fanden bereits 1972 an der Universität in Stanford statt. Steve Russell, seinerzeit der Entwickler am MIT, hatte das Spiel 1961 programmiert, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf spielerischem Weg mit Computern vertraut zu machen. Damit schuf er auch eines der ersten Mehrspieler-Computerspiele, wie er beim Indiecade Festival 2012 erzählte. The Space Race was on. Das Space Race, also das Weltraumrennen, war damals voll im Gange. Also schlug ich vor, dass wir Leuten Computer näher bringen könnten, indem wir sie spielen lassen und sie ein Raumschiff fliegen lassen. Und wie so oft muss der, der den Vorschlag bringt, diesen dann auch umsetzen. Also habe ich das Spiel programmiert. Der erste Preis beim Space War-Spiel war seinerzeit ein Jahresabonnement des Rolling Stone Magazins. Mittlerweile geht es um Millionenbeträge. Im letzten Jahr betrugen die weltweiten Preisgelder bereits über 79 Millionen Euro. Im kommenden Jahr werden Unternehmen um die 440 Millionen Euro in Markenrechte, Sponsoring und Werbung investieren, so das Spielmarktforschungsinstitut Newzoo. Tendenz steigend. Denn hinter den immensen Beträgen steckt eine ebenso große Zielgruppe, so der E-Sport-Channel-Manager Alexander Amon, der die Szene seit 2002 begleitet. Der Felix Baumgartner ist aus dem All damals gesprungen. Das haben ca. 8 Millionen Menschen gesehen. War ein recht großes Ereignis. League of Legends, ein Finale, sehen 14 Millionen Menschen, also fast doppelt so viele. League of Legends ist nur ein Spiel, ein Bereich von dieser großen E-Sport-Welt, die ja auch wieder nur ein Teil der Gaming-Welt ist. Insgesamt verfolgen über 385 Millionen Menschen im Internet E-Sport-Events. Aber nicht nur im virtuellen Raum ist der Andrang groß. Stehen Finalspiele an, sind Hallen und Stadien ausverkauft. Fans wollen live dabei sein, wenn die E-Sport-Teams um den Sieg spielen. Im letzten Jahr ergab das über 27 Millionen Euro, die allein aus Ticketverkäufen eingenommen wurden. Bei dem sogenannten Intel Extreme Masters im März dieses Jahres fanden sich insgesamt 173.000 Fans ein, um die diversen Finalspiele live mitzuverfolgen. Ein Trend, der auch klassische Sportarten nicht unberührt lässt. Nächstes Jahr will die NBA eine eigene E-Sport-Basketball-League etablieren. Fußballvereine wie Paris Saint-Germain oder Ajax Amsterdam unterhalten bereits E-Sportler. Auch in Österreich soll Ende des Jahres eine eigene E-Bundesliga entstehen. Also eine virtuelle Bundesliga, das heißt jeder Verein in Österreich macht Vorausscheidungen und lädt FIFA-Spieler ein. Und die Leute dürfen sich jetzt in FIFA im Stadion qualifizieren und ein Spieler darf dann einen Verein vertreten in dieser E-Bundesliga. Das heißt, es treten dann genau diese 10 Vereine, die jetzt in der Bundesliga sind, virtuell in FIFA gegeneinander an, immer repräsentiert von einem Spieler. Salzburg zum Beispiel hat ja jetzt schon den Andres Torres verpflichtet und der bekommt jetzt auch wirklich Gehalt. Also der ist wie ein Spieler gesigned worden, der hat ein Salzburg-Trikot, der spielt jetzt für die hauptberuflich FIFA. An der Donau-Uni Krems beschäftigt sich Alexander Pfeiffer, der Zentrumsleiter für angewandte Spieleforschung, mit E-Sport und den Fragen und Phänomenen, die sich aus dem intensiven Spielen ergeben. Ein Thema, das natürlich vor allem Eltern beschäftigt: Wie viel Spiel ist zuträglich? Bereits 2006 hat sich Pfeiffer deshalb den Problemstellungen rund um exzessives Computerspielen gewidmet. Ich hatte in meiner Arbeit über World of Warcraft mit 1440 validen Fragebögen eine Durchschnittsspielzeit damals von 7 Stunden am Tag. Und da haben wir uns natürlich überlegt, oh mein Gott, gibt es diese Online-Sucht tatsächlich? Ist 7 Stunden am Tag schon Sucht? Und haben dann mit dem Anton-Brocks-Institut Kontakt aufgenommen und jahrelang auch gemeinsam Forschung betrieben und sind dann draufgekommen, dass man beispielsweise an der Spielzeit alleine nicht jetzt das Thema Sucht behandeln kann. Wenn ich in meiner täglichen Gestaltung tatsächlich 6 bis 7 Stunden Zeit habe zu spielen, trotzdem meine guten Noten abliefere, Zeit für die Familie und Zeit für den Sport habe, bin ich deswegen nicht süchtig, nur weil ich eine gewisse Anzahl an Stunden spiele. Es braucht, so Pfeiffer, mehrere Faktoren, die gleichzeitig auftreten müssen, damit man von tatsächlicher Computerspielsucht reden kann. Der stetige Gedanke an das Spiel, Gewichtszu- oder Abnahme,
Eine Vernachlässigung der Umwelt oder auch des eigenen Erscheinungsbilds sind hier nur einige der Faktoren. Circa 2-3% der Spielerinnen und Spieler, so Pfeiffer, würden entsprechende Symptome zeigen bzw. seien suchtgefährdet. Exzessives Spielverhalten ist jetzt eine sogenannte Verhaltenssucht, ähnlich wie wenn sie Online-Shopping-süchtig sind. Und denen muss man natürlich helfen und dafür gibt es auch Programme, die hier unter die Arme greifen. Und sie brauchen auch nicht das Gefühl haben, dass sie dann nie wieder spielen dürfen. Das Schöne an den Fallbeispielen, die wir hatten, ist, dass nach einem gewissen Zeitraum, wo man vielleicht komplett auch gar nicht gespielt hat, ein Wiedereinstieg ins Spiel problemlos möglich ist und dann mit Ziel und Maß und trotzdem noch mit dem Freundeskreis gemeinsam zu spielen. Der Begriff E-Sport an sich ist für Pfeiffer noch kein qualitativer Maßstab, der eine Aussage über Professionalität oder Intensität der Spielenden zulässt. Beim kompetitiven Computerspielen gegen andere geht es zwar um messbaren Erfolg, der sich zumeist in Sachpreisen oder Geld niederschlägt, aber ähnlich wie bei anderen Sportarten gibt es auch im E-Sport Amateure und Profis. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie sind Hobbyfußballer, dann kann Ihnen das auch keiner wegnehmen, egal wie gut oder schlecht Sie spielen. Sie können mittlerweile um Preisgelder auch von zu Hause aus spielen. Rocket League verspielt pro Saison ungefähr $300.000, einfach von daheim, von der Couch aus. Im professionellen Bereich brauchen Sie aber ein fixes Team, mit dem Sie spielen und Sie müssen Ihren Lebensmittelpunkt rund um den E-Sport legen. Wie bei jeder anderen Sportart auch ist der Weg vom Hobby zum Beruf steinig. Der Tagesablauf ist klar strukturiert und folgt zumeist einem peniblen Plan, bei dem auch körperliche Fitness eine Grundvoraussetzung darstellt, um im Spitzensport am Computer mithalten zu können. 2-3 Stunden am Tag Sport machen, laufen gehen etc. Dann haben Sie eine Analysephase, da schauen Sie sich die Videos Ihrer kommenden Gegner an. Das heißt, es ist eine sehr herausfordernde Tätigkeit und moderne E-Sportler sind auch keine pizza-essenden Nerds. Nerds sind sie vielleicht schon noch, aber statt der Pizza haben sie eine gesunde Vollkornernährung, weil einfach eine körperliche und geistige Fitness ein Schlüsselelement darstellt, um auch im E-Sport erfolgreich zu sein. Auch beim Profi-E-Sportler Mario Wiska, der zuletzt für den deutschen Fußballverein Schalke 04 unter Vertrag stand, steht tägliches Sport- und Mentaltraining am Programm. Daneben gilt es, Schwächen auszumerzen und aus Fehlern zu lernen, so Wiska. Und gerade, wie man es im Fußball kennt, auf ORF1, sieht man eben in der Halbzeit so Analysen. Ja, und das ist in FIFA genauso. Das heißt, es gibt schon Programme, wo man seine Spiele aufzeichnet und danach eben analysiert, warum, weshalb, wieso ist das und das passiert. Und genau das macht dich dann nochmal 20-30% stärker. Das heißt, es ist nicht einfach, dass ich nur spiele und die Tasten drücke, sondern ich sage, FIFA ist wie Schach, zu 80% fast Kopfsache. Um sich neben Preisgeldern und Sponsoren ein Zubrot zu verdienen, streamen Profi wie auch Hobbysportler ihre Trainingsspiele im Internet. Die bekannteste Plattform ist hier wohl Twitch. 2014 wurde das damals 3-jährige Unternehmen vom Internetgiganten Amazon für 970 Millionen US-Dollar übernommen. Hier werden Meisterschaften live übertragen, Spieler treffen auf Fans, man tauscht sich aus. Je beliebter ein E-Sportler, desto mehr Leute abonnieren seinen Kanal, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Der Spieler selbst profitiert von Spenden und natürlich einer immensen Reichweite, die wiederum Sponsoren anlockt. Alleine im letzten Jahr haben 2,2 Millionen Menschen auf Twitch ihre Spiele gestreamt. Mehr als 100 Millionen Menschen haben die Plattform zumindest einmal im Monat besucht. Täglich sind es über 10 Millionen. Umso öfter ich streame, umso mehr vergrößert sich meine Community, umso mehr sind die dann an mich gebunden. Und dann würden auch natürlich auch gewisse Leute mehr dafür zahlen, dass sie mir zuschauen können. Aktuell habe ich ca. 11.000 Abonnenten. Das heißt, wenn ich dann online gehe, sehen das sofort 11.000 Leute. Ja, und da kann man natürlich auch sehr viel marketingtechnisch nach vorne bringen. Neben Spielern und Fans hat sich im Zuge von weltweiten Live-Übertragungen auch das Berufsfeld der Expertinnen, Experten und Kommentatoren etabliert. Bei der diesjährigen Qualifikation zur Weltmeisterschaft beim Computerspiel Overwatch, in welcher Polen auf Österreich traf, klangen die letzten Spielsekunden so. Schöne Picks von Polen, Double Kill, Triple Kill am Start. Und jetzt hier gerade Kabachi setzt zum Tagweiser an, hat ja allerdings die Lieber direkt vor sich. Da kommt der Örstein, der gut sitzt. Und die Anna ganz alleine. Oh nein, der Kill hier war zu viel. Das ist GG. Die Overtime läuft auch direkt aus. Polen gewinnt 4-0 gegen Österreich in einem wahnsinnigen Match. Overwatch ist ein sogenannter Ego-Shooter, bei dem zwei Teams zum Beispiel um die Kontrolle eines Standorts kämpfen. Über 25 Millionen Menschen spielen es.
Tendenz steigend. Und die Entwicklerfirma Blizzard versucht alles, um das Spiel, das gerade mal ein Jahr alt ist, als Fixbestandteil im E-Sport zu etablieren. Eine eigene Weltmeisterschaft versteht sich da quasi von selbst. Denn auch für Hersteller und Spieleproduzenten ist ein erfolgreicher Titel quasi der Olymp des Geldverdienens, so Alexander Pfeiffer, Zentrumsleiter für angewandte Spieleforschung an der Donau-Universität in Krems. Wenn man es schafft, so wie ein jetzt doch schon 12 Jahre altes Spiel wie League of Legends, einer der wichtigsten E-Sports-Titel zu werden, dann wird mein Spiel weiterentwickelt, es kommt Geld in das Spiel ist in den Medien, Spielerinnen und Spieler spielen es täglich, um im Spiel besser zu werden. Und mein Titel, mein Brand lebt einfach um viele, viele Jahre länger, wenn mein Spiel ein E-Sports-Spiel wird. Und ich brauche keine Werbegelder mehr in die Hand zu nehmen, es ist ein Selbstläufer. Nicht zuletzt, weil das Unternehmen genug Geld in die Hand nimmt, scheint Overwatch gute Chancen zu haben, sich im E-Sport-Bereich langfristig zu etablieren. Auch die 22-jährige Chantal Frey hat sich ganz dem Spiel verschrieben. Die Studentin der technischen Mathematik ist eine sogenannte Casterin. Werden Overwatch-Spiele online oder bei einer Veranstaltung übertragen, kann man sie buchen und sie kommentiert das Spiel. Ja, also angefangen habe ich, weil ich bei einem Offline-Turnier war und da gesehen habe, wie die Leute kommentieren. Und ich dachte, das kann ich besser. Und habe mich dann hingesetzt und habe das geübt. Und tatsächlich hatte ich damit Erfolg, weil es das eben noch nicht gab. Gerade versucht, irgendwie auf den Spot zu kommen, aber das hat dann doch nicht funktioniert. Dive hätte auch noch den Best Ready, also da geht genau gar nichts. Richtig schön gespielt, mit Triple Support, mit Mercy Anna einfach nur und einem Tank. Somit haben wir das 1-0. So klingt es, wenn Chantal Frey ein Spiel castet. Um den Überblick zu haben, muss sie das Spiel natürlich wie ihre Westentasche kennen. Da liegt es quasi auf der Hand, dass Frey neben ihrer Tätigkeit als Kommentatorin auch selbst spielt. Zuletzt hat sie über 250 Stunden Spielzeit in einen Charakter gesteckt, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Der Traum, es vielleicht mal ganz nach oben zu schaffen, schwingt mit. Also ich versuche auch besser zu werden. Bevor ich überhaupt anfange zu spielen, mache ich 3/4 Stunde Aiming Practice und alles mögliche andere, weil ich irgendwann mal beweisen will, dass ich gut bin. Es wäre natürlich sehr cool, ich meine, professionell etwas zu verfolgen. Aber bevor ich mir darüber Gedanken mache, sollte ich vielleicht dann einfach besser werden. Oh, watch over me, while you choose. Am Döblinger Gürtel im 19. Wiener Gemeindebezirk befindet sich der älteste Würstelstand Wiens mit dem Namen Leo. Er wurde bereits im Jahr 1928 gegründet und ist seitdem in Familienbesitz. Gleich daneben befindet sich die älteste E-Sport-Bar Wiens mit dem Namen Respawn. Das Lokal ist immerhin etwas über ein Jahr alt. Nicht nur Vorreiterstatus und örtliche Nähe, sondern auch familiäre Bande einen die beiden Unternehmen, erzählt der studierte Biotechnologe und Neogastronom Patrick Tondl. Mein Urgroßvater hat damals den Würstelstand gekauft und der Familienbetrieb hat bis jetzt gehalten. Und ja, man könnte meinen, es liegt in den Genen. Ich versuche es ihnen anscheinend gleich zu machen. Also das war jetzt nicht das Ziel, aber irgendwie unbewusst doch, wie ich merke. Neben dem obligatorischen Schanigarten gibt es gegenüber der Theke eine große Leinwand. Statt Fußball gibt es hier allerdings E-Sport-Übertragungen. Auf der linken und rechten Seite finden sich erhöht jeweils 5 Computer. Wenn sich nicht gerade Teams gegenüber sitzen, um gegeneinander zu spielen, steht es jedem frei, selbst ein Spiel zu wagen. Man redet bei E-Sports immer halt von, ja, da gibt's halt die Profis mit Millionen und wir machen das Sonntags-Wirtshaus-Partie-Fußballturnier. Also das ist das, was wir quasi hier machen. Und gleichzeitig kann man sich aber die Profis anschauen bei mir. Also genauso wie man Champions League in einem Pub schaut, kann man jetzt vergleichsweise die Profis anschauen, die auf dem Niveau spielen. Für Spielerinnen und Spieler ist die Bar quasi ein E-Sport-Stammtisch. Man kommt, spielt und unterhält sich über die jüngsten Entwicklungen. Daneben versucht Tondl aber auch, die Szene bei der Professionalisierung zu unterstützen.
Regelmäßig veranstaltet ihr Turniere, an denen wöchentlich bis zu 150 Spielerinnen und Spieler voller Enthusiasmus teilnehmen. Da haben wir gemerkt, dass sich einfach Teams gebildet haben, wie Sportclubs, und die haben sich dann einen Coach auch noch organisiert, der mit ihnen die Spiele analysiert, und dann haben sie sich Dressen gekauft und dann kommen sie her und dann rufen sie ihren Namen zusammen vorm Spiel und freuen sich, wenn sie gewinnen. Also genau das wollte ich und habe auch geschafft. Mitdrehen oder versteckt im Wald, mein Team und ich marschieren nach vorn, machen vor niemandem Halt, niemals vorbei an den Türmen und den letzten Vasallen. Wir haben nur ein Ziel vor Augen, nur ein Ziel, der Nexus muss fallen. Ein Verein, der dieses Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiert, ist die Multigaming-Community von Austrian Force. Neben dem Grundgedanken einer Spielegemeinschaft geht es natürlich auch darum, an Turnieren teilzunehmen und wenn möglich auch zu gewinnen, so der stellvertretende Obmann von Austrian Force, Philipp Stockinger. Das meiste, was wir veranstalten, ist eigentlich noch für die semiprofessionellen Spieler, die halt aber wirklich zu den Besten gehören, sage ich jetzt einmal. Also so wie die Bundesliga bei uns in Österreich, weil international gesehen sind wir nicht, aber trotzdem Österreich technisch gesehen die bessere Klasse. Um den Bekanntheitsgrad von E-Sport zu steigern, organisiert der Verein auch Turniere, die nicht nur Spaß machen, sondern auch das Verständnis und die Akzeptanz von E-Sports fördern sollen. Derzeit laufen etwa die Vorbereitungen für die Game Summit an der FH Hagenberg im November. Wir laden dort auch immer Eltern ein, Studenten ein, dass sie auch ein bisschen hinter die Kulissen sehen können, wie viel Arbeit das ist, wie viel Aufwand das ist, so ein Turnier zu organisieren. Man kann es natürlich aufs Lächerliche runterbrechen und sagen, ja schau, der sitzt vor dem PC und spielt. Aber genauso kann man es im Fußball sagen, 22 Depper, der rennen am Ball nach. Ich habe selber 18 Jahre lang Fußball gespielt und ich liebe diesen Sport. Und dementsprechend, es ist immer die Frage, wie man es definiert. Aber das liegt halt vielleicht auch daran, dass bei uns in Österreich halt einfach alles ein bisschen länger dauert manchmal, die Räder halt einfach ein bisschen verrostet sind, aber es wird besser und dafür arbeiten wir. Es ist wohl der Traum von vielen, das Hobby zum Beruf zu machen und professioneller E-Sportler zu werden. Hier braucht es allerdings einige Faktoren, die erfüllt sein müssen, bevor es an die große Karriere geht, weiß der E-Sport-Channel-Manager Alexander Amon. Es ist dann einfach Arbeit. Also du trainierst spezielle Sachen, du hast Schwächen, die du ausbügeln musst. Du bist in einem Team von 5 bis 6 Leuten, wo jeder seine Rolle übernehmen muss. Wenn das nicht funktioniert, verliert das ganze Team. Und man will auch bei einer Fußballmannschaft nicht der sein, der Eigentor schießt. Und darum ist einfach der Anspruch sehr hoch. Und das ist schon ein sehr kurzer Zeitraum natürlich, ähnlich wie bei anderen Sportarten, wo ich diese Höchstleistung bringen kann. Das heißt, der Gedanke, was mache ich danach, wird natürlich viele begleiten. Es gibt einige Jobs, die ehemalige Profispieler immer wieder ergreifen. Sie werden Kommentatoren, Trainer oder gründen ihre eigenen Firmen, die zum Beispiel Veranstaltungen organisieren und übertragen. Der 30-jährige Profi-E-Sportler Mario Wiska denkt zwar noch lange nicht ans Aufhören, hat aber ebenfalls bereits vorgesorgt und leitet mittlerweile den Österreich-Zweig einer großen Online-Marketing-Firma. Es gibt halt sehr viele Fußballer, die dann nicht wissen, was sie nach ihrer Karriere machen, und dann werden sie einfach Moderator oder so. Und ja, ich wollte mich auf gewisse Dinge halt nicht verlassen, wollte einfach hier mir ein zweites Standbein einfach aufbauen, und das habe ich gemacht. E-Sport ist schon längst von einem Phänomen zu einer unaufhaltsamen Bewegung gewachsen. Vor allem in asiatischen Ländern werden Spieler gefeiert wie anderorts Fußball oder Popstars. Hierzulande setzen sich zwar über 100.000 Menschen intensiv mit E-Sport auseinander, dennoch scheint eine Wahrnehmungskluft zu herrschen, so Alexander Pfeiffer, Zentrumsleiter für angewandte Spieleforschung an der Donau-Universität in Krems. Weil die Personen, die sich damit auseinandersetzen, wissen, wo sie im Internet klicken müssen und wo sie der Passion nachgehen können. Während wenn ich jemand bin, der nur die Tageszeitung liest und Fernsehen schaut, da bin ich zu dem Thema E-Sports noch nicht so offen, dass ich gleich glaube und auch fassen kann, dass es eines der wichtigsten weltweiten Phänomene der letzten Jahre ist. Und ich sitz wieder vorm PC, spiele WoW, alles für die Horde, meine Freundin sagt sie geht. Doch ich sitz wieder vorm PC, spiele WoW, alles ist in Ordnung, ich log ein und schau was geht. Der Homo Ludens und seine Befindlichkeiten. Sie hörten Teil 3 der Radiokolleg-Reihe »Mehr als nur ein Spiel«, wie Gamification das Leben bestimmt, von Sarah Kriesche.
Willkommen beim Radiokolleg. Ute Marrenböck begrüßt Sie. Ob in ihren Mechanismen oder als Begriff, Spiele sind allgegenwärtig und formen Gesellschaften. Vom Spieleabend mit der Familie über Lernspiele, die komplexe Materie spielerisch vermitteln sollen, bis hin zu Spieltheorien oder Planspielen. Kulturelle Aspekte schlagen sich im Spiel nieder. Das Spiel selbst trägt aber auch seinen Teil dazu bei, eine Kultur und ihre Werte mitzudefinieren. Nicht zuletzt der Begriff der Gamification wird oftmals herangezogen, um aus dem Leben selbst das Spiel des Lebens zu machen. Sarah Krische hat sich angeschaut, wo und wie sich kulturelle Entwicklungen in Spielen widerspiegeln. Also man hat Spiel als Medium immer verwendet, um alles Mögliche, was man eben vermitteln wollte, auf ein Spiel darzustellen. Was wir heute nicht denken, was natürlich früher ein Adeliger lernen musste, ist das ganze Militärwesen. Da haben wir natürlich auch ein Jeu de la Guerre, wo man alles sieht, was militärisch relevant ist. Dann lernt man den Namen kennen und so weiter. Also jeder Lebensbereich, was immer Sie wollen, gibt es ein Spiel dazu. Auf einem großen Holztisch breitet Rainer Buhland Spielplan um Spielplan auf. Der Leiter des Instituts für Spielforschung am Mozarteum in Salzburg veranschaulicht so nicht nur, welche Spiele in welchem Jahrhundert bekannt und beliebt waren, sondern erforscht auch die Geschichte hinter den Spielen selbst. So gewähren die vermeintlich einfachsten Gänsespiele, wo man sich auf einem Spielbrett in die Mitte einer Spirale würfeln muss, Erstaunliches über Geschichte und Zeitgeist einer Epoche. Ein französisches, das ist etwa 1790 herum, Jeu de l'amour et de l'humaine, und da ist dargestellt die ganze Dramaturgie einer Liebesbeziehung. Also Feld 1, die Welt ist noch in Ordnung, und dann geht die ganze Dramaturgie los. Unruhe, Eifersucht, Wut, alles ist hier in dem Spiel. Man könnte quasi einen Roman hier nacherzählen, bis man dann auf das Zielfeld kommt, die Ehe, und dann ist das Spiel aus. Rainer Buhland kennt und besitzt eine Vielzahl an Variationen, mit denen der eine oder andere Inhalt vermittelt werden sollte. Die Geschichte Hollands zum Beispiel oder die Reise durch das Leben samt Missgeschicken, die einem widerfahren können. Also man ist ein bisschen angeheitert und läuft gegen einen Laternenmast. Man steht auf der Bühne, rezitiert etwas und der Frack reißt. Also hier ist alles Mögliche, was einem passieren kann, dargestellt. Also wirklich ganz entzückend. Besonders stolz ist er auf ein Spiel, welches das letzte seiner Art zu sein scheint, das Zauberflötenspiel. Nach dem großen Erfolg bei ihrer Uraufführung im Jahr 1791 wurde die Mozart-Oper bereits 2 Jahre später in Deutschland aufgeführt. Begleitend gab es ein Spiel als Werbemaßnahme, um Besucherinnen und Besucher anzulocken. Wir glauben ja immer, dass Merchandising eine Erfindung des 20. Jahrhunderts wäre. Das ist das Spiel zur Oper. Dieses Zauberflötenspiel ist das Spiel zu der Opernaufführung 1793 in Leipzig. Wer als erster in der Mitte, dem Tempel der Weisheit ist, hat gewonnen. Unmittelbar vorher die Feuerprobe, die Wasserprobe, genau wie in der Oper. Und man sieht hier die Bühnenbilder und Kostüme dieser Aufführung. Ob Musik, Malerei oder, wie der Name bereits impliziert, das Schauspiel, auch in der Kunst findet sich der Spielbegriff wie auch die Auseinandersetzung mit seinen dunkleren Seiten wieder. Mit dem Bild »Das finstere Spiel« aus dem Jahr 1929 schuf Salvador Dalí eine Parabel für die an Sexualität gebundenen gesellschaftlichen Tabus und Ängste. Ein Mann in beschmutzter Unterhose blickt hier auf eine Landschaft verwobener sexueller Darstellungen und Symbole. Ein Titel, den auch der Künstler John Miller für seine begehbare Installation 1998 aufgriff, um die Charakteristika einer Gameshow, wo Menschen um Geld und Aufmerksamkeit ringen, als symptomatische Kulturform einer bestimmten Zeit fassbar zu machen. Aus einem Haufen Dreck kann man Geld und Sexspielzeug fischen. In der Kunst des 20. Jahrhunderts erfüllt das Spiel unterschiedliche Funktionen bei unterschiedlichen Künstlern, so der Kulturwissenschaftler, Autor und Publizist Ernst Strohal. In vielen Elementen, etwa in der Zweckfreiheit, in der Regelhaftigkeit, in der Zerebralität manchmal, ist
der Spielbegriff deckungsgleich mit dem Kunstbegriff. So haben wir viele Varianten von der Verwendung des Spielbegriffs. Besonders die Normen, die es bei einer Kunstrichtung zu beachten gilt, waren natürlich oft Grundlage für Künstler, sich damit auseinanderzusetzen und daran zu reiben. Denn innerhalb eines Spiels findet zwar eine gewisse Entbindung gesellschaftlicher Regeln und Konventionen statt, gleichzeitig betritt man aber ein regelrechtes Gefängnis an neuen Vorschriften, nämlich Spielregeln. Ist jetzt vielleicht bei der Wiener Moderne an, bei Arnold Schönberg spielt Spiel, etwa in der Erfindung der Zwölftonmusik, in der Dodekaphonie, eine sehr große Rolle. Bei Schönberg wird natürlich immer nach eigenen Regeln gespielt. Und er kann die Regeln verändern, wie er will. Er verändert die strengen Regeln der Zwölftonmusik beim Komponieren, weil es ihm besser gefällt. Er sagt, und das ist wichtig, ich bin ein Zwölftonkünstler und kursiviert Künstler und nicht ein Zwölftonkünstler. Also das Konzept Spiel dient ihm strategisch zur Überwindung der klassischen Ästhetik. Also er würfelt die Töne aus mitunter. Ja, es gibt von ihm diese Zwölftonwürfel, um nicht der eigenen Tradition aufzusitzen. Also hier ist Spiel strategisch zur Überwindung der klassischen Ästhetik, wird aber gebändigt gewissermaßen vom gottgleichen Künstler-Ich. Also bei Schönberg, bei allem, was er macht, steht in Balkenlettern überall Ich in riesigen Buchstaben. Bei anderen Künstlern wie etwa John Cage oder vor allem Marcel Duchamp, Mitbegründer der Konzeptkunst und Erfinder des Readymades, hat das Spiel eine andere Funktion. Vor allem das Schachspiel gibt Duchamp die Möglichkeit, sich vom hektischen, lauten und eitlen Kunstbetrieb abzuwenden und sich der, wie er es nennt, Schule des Schweigens hinzugeben. Man sitzt einander gegenüber, respektiert sich, aber auch nicht mehr. In gewisser Weise wird bei Duchamp deutlich, was Spiel im 20. Jahrhundert auch ist und nicht nur in der Kunst. Spiel ist auch eine Kältekammer der Geselligkeit. Wir brauchen einander, um zu spielen. Sie sitzen am Brett, aber ihre Person bleibt außerhalb des Spiels. Darin steckt auch eine verquere nihilistische Ethik. Ja, auch wenn alle Transzendenz quasi im 20. Jahrhundert verdampft, so bleibt doch dieser Respekt vor dem Mitspielenden, weil ich will sie nur besiegen, aber nicht zerstören, weil ich möchte noch eine Partie spielen und noch eine, bis die letzte Partie in diesem Leben erreicht ist. Schach ist bei Duchamp vielfältig. Er selbst spielt meisterhaft. Er nützt das Schachspiel quer durch alle Stile als Motiv. Er entwirft selbst Schachfiguren, Schachbretter, Tische und schreibt auch ein Buch über das Schachspiel. Aber warum geht's hier im Gegensatz zu Schönberg? Es geht um die Mobilisierung gegen Geschmack und Gefühl in der Kunst als Wertmaßstäbe. Die finden Sie im Schach nicht. Hier haben Sie eine spinozistisch klare Ethik. Also einfach, es gibt den falschen Zug und den richtigen Zug. Und Geschmack ist für Duchamp immer der sogenannte gute bürgerliche Geschmack, der zu überwinden ist. Also Schach ist gewissermaßen die Arena, von der sich eine aktuelle Ästhetik entwickeln muss. Er lehnt den Impressionismus ab als Netzhautmalerei und er will, wie er sagt, die Kunst in den Dienst des Geistes stellen. Die Figuren bewegen sich, interagieren und zerstören sich. Sie sind in ständiger Bewegung. Das fasziniert mich. Manche Figuren in passiven Positionen tragen in sich keine besondere Ästhetik. Diese ergibt sich erst aus schönen oder unschönen Spielzügen und Richtungen, in die man sie bewegen kann. Gewissermaßen die äußerste Überwindung des Werkbegriffs findet hier im Spiel statt. Also Duchamp lehnt die Kunst nicht ab und sagt dann, naja, jetzt haben wir die Kunst beendet und wir spielen nur mehr Schach. Also das, was Breton aus dem großen Defaitismus von Duchamp ablehnt, das war nie der Fall. Duchamp hat immer künstlerisch gedacht, künstlerisch gearbeitet, nur diese Art von Kunst am Schachbrett erweitert. Als Motiv in Parks, Kaffeehäusern oder auch als Abstraktion der Kriegsführung, kaum ein anderes Spiel hat sich auf so vielfältige Weise in die Gesellschaft eingefügt wie Schach, von seiner Symbolkraft ganz zu schweigen.
Das schwarz-weiße Muster des Schachbretts ist zum Beispiel auch das Emblem der Musikrichtung Ska und soll den antirassistischen Hintergrund des Stils unterstreichen. Der Normalfall in der Geschichte der Spiele ist ja der, dass Spiele vergessen werden. Es gibt sehr wenige Spiele, die transkulturell funktioniert haben. Es gibt sehr wenige Spiele, die über Jahrhunderte gespielt werden. Schach begleitet die Menschheit jetzt seit fast 1500 Jahren und hat eine erstaunliche Reise von persischen oder indischen Ursprüngen gemacht, quer durch alle Passagen der Kulturen, sich verändern und trotzdem immer gleichbleibend. Vor genau 20 Jahren gab es im Spiel der Könige allerdings eine gewaltige Eruption. Keine Änderung im Design, keine Regeländerung war so einschneidend und nachhaltig wie jene am 11. Mai 1997. Der damals amtierende Schachweltmeister Garry Kasparov verlor die sechste Partie gegen den IBM-Großrechner Deep Blue. Sie haben hier eine der tiefsten narzisstischen Kränkungen, dass diese Artificial Intelligence quasi gewonnen hat. Wir haben eine Zeit lang quasi Waffengleichheit erlebt, wo Menschen noch mit der Maschine konkurrieren konnten. Heute kann jedes billige Handy den Weltmeister schlagen. Das heißt, unser Blick auf dieses Spiel ist ein anderes geworden. Wir sehen diese beiden Großmeister, Heroen des Geistes, miteinander spielen, haben unseren Computer nebenbei laufen und wir wissen bereits, dass Kibitz oder als Zuseher den richtigen Zug und es geht jetzt nur darum, ob sie ihn auch finden werden. Nach dem Wettkampf wurde die Entwicklung von Deep Blue eingestellt. Mehr als den Sieg über den Weltmeister konnte es nicht geben. Das Ziel war erreicht, die IBM-Aktien waren gestiegen. Vergessen, dass es sich seinerzeit um ein Rückspiel gehandelt hatte. Im Jahr zuvor hatte Kasparov den Großrechner noch schlagen können. Erinnerungen, die der ehemalige Schachweltmeister niedergeschrieben hat. Im Juni erschien sein Buch Deep Thinking, wo künstliche Intelligenz endet und menschliche Kreativität beginnt. Was eine Generation noch als große Kränkung empfunden wurde, ist heute alltäglich. Und es geht eher darum heute, dass ich die Maschinen so zurückbaue in ihrer Leistung, dass sie mit uns noch spielen wollen. Die Partien der Computer untereinander, die ja regelmäßig gespielt werden, Turniere, sind ja völlig unverständlich geworden. Ja, wir sehen die Züge, aber wir verstehen sie natürlich nicht mehr. Auch wenn der vermeintlich intellektuelle Wettkampf zwischen Mensch und Maschine verloren scheint, das Spiel ist nicht zu Ende. Schach hat sich die Computer und die Digitalisierung quasi einverleibt. Neben Parks oder Kaffeehäusern trifft man sich mittlerweile auch auf der weltweit größten Spielwiese, wo alles auch digital verfügbar ist, dem Internet. Ökonomisch gesehen bietet Spiel einen größeren Bereich als Film, Literatur und Musik zusammen. Insofern hat, glaube ich, der Schweizer Literaturwissenschaftler Peter Schnieder schon recht, wenn er sagt, das Spiel nach wie vor ein weißer Fleck auf der Landkarte der Kulturwissenschaften ist. Aber ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren vor allem durch Computerspiele stark verändert. Wir haben hier eine Generation, für die dieses Spiel quasi das Medium ihrer Jugendkultur ist. Hier ist das interaktive Spiel ein entscheidendes Identifikationsband einer Generation. Vom Assassinen über Superheldinnen, Archäologinnen und Prinzen bis hin zu Soldaten, die abstrahierte Kriegsschauplätze nachspielen. Computerspiele tragen ihren Teil dazu bei, kollektive Identitäten und Werte gesellschaftlich zu etablieren. Ein Feld, das Eugen Pfister vom Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften untersucht. Über Massenmedien wird jeden Tag aufs Neue rekonstruiert, reproduziert, was wir unter diesen kollektiven Identitäten verstehen, um es greifbarer zu machen. Frage von unseren Werten. Was wird als positiv angesehen, welches Verhalten wird als negativ angesehen? Die Tabus unserer Gesellschaften, wenn man sich da die Geschichte anschaut, Tabus sind nicht etwas fix Eingeschriebenes, sondern verändern sich sehr stark, deutlich über die Jahrhunderte, aber schon von Jahr zu Jahr kann sich so etwas verändern. Und diese Veränderungen finden im Prozess der Kommunikation statt. Das passiert halt in unseren Massengesellschaften, in Massenmedien. Pfister hat deshalb die Narrative, die sogenannte Storyline bei Computerspielen erforscht. Diese beruhen zumeist auf Konfliktmodellen. Die Welt ist in Gefahr. Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle von Helden, um sie zu retten. Ein hier immer wiederkehrender Antagonist ist der sogenannte Mad Scientist, der verrückte Professor. Im Spiel gilt es, ihn und seine gefährlichen Experimente zu stoppen.
Auf der Metaebene ist die Figur eine Auseinandersetzung mit den ethischen Grenzen der Forschung und der Frage, wie weit Wissenschaft gehen darf, so Pfister. In den 50er Jahren waren die verrückten Professoren meistens Atomphysiker, die wilde Experimente gemacht haben. Jetzt geht es mehr um Stammzellenforschung, Gentechnik, teilweise sogar Quantenphysik, von einfach von Diskursen, die für uns alle gar nicht mehr ergreifbar sind, weil wir müssen uns da so lange anstudieren in das Feld, um etwas zu kapieren. Das kann nicht mehr jeder Einzelne machen. Zugleich ist es aber ein sehr wichtiges Thema, das in der gesamten Gesellschaft irgendwie ausverhandelt werden muss. Und wenn man es positiv sieht, passiert sowas auch in populären Medien und in der Populärkultur in Form halt von verrückten Professoren in Computerspielen und Filmen und so weiter. Ein weiteres wiederkehrendes Motiv, das in Spielen sofort erkannt wird, ist die sogenannte Evil Company, die böse Firma. Kommt ein Großunternehmen in einem Spiel vor, ist es ethisch böse. Deshalb braucht es, Sie ahnen es schon, eine weitere wichtige Zutat, nämlich den Helden, der die Welt rettet. Einzelkämpfer, die wissen, was das Beste für die Menschheit ist. Demokratische Strukturen haben in diesem Konfliktmodell keinen Platz. Die letzte Umfrage, die der Professor Rathkolb geführt hat, in Österreich zur Frage, wie viele Österreicherinnen können sich einen starken Mann an der Spitze der Regierung vorstellen, der nicht mehr so Rücksicht nehmen muss auf das Parlament. Das sind ja mittlerweile absurd hohe Zahlen, also sie steigen jedes Jahr weiter. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie oft in Spielen genau solche Narrative vorkommen, also dass der Hauptcharakter das zu tun hat mit einer korrupten Gesellschaft, einer korrupten Regierung und dass nur er allein weiß, was richtig ist, das ist ja so ein häufiger Trope, dass der überhaupt nicht mehr hinterfragt wird. Da gehen wir davon aus, dass es natürlich ist und da kommen wir zum Mythosbegriff von Roland Barthes, der sich eben Sachen angeschaut hat, die immer natürlich wirken und der da sehr skeptisch war, weil Sachen, die uns natürlich erscheinen, hinterfragen wir nicht im Alltag, nehmen sie aber trotzdem auf und das ist etwas sehr mächtiges. Natürlich übernimmt man kein Erklärungsmodell oder Weltbild bloß, weil dieses einem in Computerspielen regelmäßig begegnet. Allerdings wiederkehrende Erzählstrukturen, auch in anderen Genres wie zum Beispiel Filmen, tragen sehr wohl ihren Teil dazu bei, eine grundlegende, unhinterfragte Demokratieskepsis zu schüren, so Pfister. Dann kann es durchaus sein, wenn man die Nachrichten sieht und dann merkt man, endlich ein Politiker, der sagt, was er denkt, endlich ein Politiker, der nicht Rücksicht nimmt auf dieses furchtbare Modell der parlamentaren Diskussionen und Debatten, wo so alles so lang dauert, das dann auch eher tendenziell positiver bewerten, als ein Politiker, der schon wieder sagt, naja, das müssen wir uns erst anschauen oder naja, das müssen wir erst diskutieren, weil das keine positiv besetzten Werte mehr sind. Ich denke, das sind dann Denkstrukturen, die von uns übernommen werden können. Game Studies, wie Eugen Pfister sie betreibt, sind nicht zuletzt aufgrund derartiger Fragestellungen zu einem wichtigen Forschungsfeld der Kulturwissenschaften avanciert. Denn theoretisch bräuchte es nur ein paar kleine Modifikationen und aus einem scheinbar harmlosen Spiel würde ein politisches Instrument. Das Spiel ein Echo und Verstärker von Kriegspropaganda und Hetze. Etwas, wofür Spiele seit jeher gerne missbraucht wurden, weiß der Kulturwissenschaftler, Autor und Publizist Ernst Strohal. Ich glaube, man kann feststellen, dass in den ersten Kriegsjahren, etwa im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise kurz vor dem Krieg, der Anteil an Spielen mit Kriegsmotiven enorm steigt. Etwa im Ersten Weltkrieg 1914, 1915, wir spielen Weltkrieg, war ein bedeutendes Spiel, auf das auch Karl Kraus in den letzten Tagen der Menschheit zu sprechen kommt und andere Spiele wie Handgranaten oder Quartette sind sehr wichtig gewesen, ja, um die neuen politischen Ordnungen einzuüben. Das Grundmotiv des Konflikts, eines Kampfes, findet natürlich auch abseits von der Instrumentalisierung seit jeher in vielen Spielen statt. Hier ist es wichtig, dass man zwischen konkreten Bezugnahmen und Abstraktionen unterscheidet, so Strohal. Wenn etwa das Schachspiel, das ja auch als Kriegsspiel durchaus verstanden werden kann, den Kampf abbildet, so tut es das abstrakt. Es symbolisiert den Kampf und entlastet vielleicht Menschen, die dann woanders nicht kämpfen müssen. Ja? Es ist quasi ein Blitzableiter. In den Kriegsspielen passiert etwas anderes. Hier geht es nicht um Symbolisierung, sondern um Simulationen. Hier geht es um konkrete Bezüge zu echten Schlachten. Hier geht es um richtige Armeen und nicht um mystische Welten des Mittelalters oder was auch immer. Auch weil Spiel das perfekte Lernmedium für Menschen ist, wurden beim Militär selbst seit jeher Spielmechanismen herangezogen, um Krieg nicht nur zu abstrahieren, sondern zu simulieren. Spieltheoretische Modelle sollen die möglichen Verhaltensweisen des Gegners samt Konsequenzen berechnen. Anhand von Sandkasten und Planspielen werden Angriffsszenarien erprobt und so realitätsnah wie möglich verkleinert dargestellt. Wir haben etwa Ende des 18. Jahrhunderts das Braunschweiger Kriegsspiel von Hellwig oder von Venturini. Das waren Spiele
zur Ausbildung von Offizieren und von Pagen. Hier entsteht dieses Bild eines spielbaren Krieges, das auf rationalen, eigentlich mitleidlosen Entscheidungen beruht. Meist wird hier das Schachspiel als Vorbild genommen. Und wenn Sie diese Riesenspiele anschauen, das sind große Tische mit tausenden Feldern und hunderten Figuren, ja, gibt es eine bürokratische Lust, ja, am Formulieren der Regeln. Und glauben Sie mir, jemand, der an Schlaflosigkeit leidet, den empfehle ich die Lektüre dieser Kriegsspiele. Sie schlafen sofort ein. Ja, diese Spiele sind, möchte ich sagen, zu Recht vergessen. Die Kriegsvirtualisierung ist mittlerweile schon einige Schritte weitergegangen. Drohnen umkreisen feindliches Gebiet, der Pilot selbst sitzt weit entfernt vor einem Bildschirm und steuert die Fluggeräte, als handle es sich um ein harmloses Computerspiel. Gamification ist hier das Schlagwort, das im Krieg, aber auch in Alltagsbereichen wie dem Unterricht oder der Arbeit Einzug gehalten hat. Elemente des Spiels werden hier auf andere Lebensbereiche angewandt. Neben allen Vorteilen, die eine spielerische Herangehensweise mit sich bringt, ortet Eugen Pfister von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften aber auch Gefahren, unter anderem, dass sozialpolitische Errungenschaften ausgehöhlt werden könnten. Dadurch, dass es ja jetzt allen Spaß macht, muss man das jetzt mit der Arbeitszeitenregelung nicht mehr so eng sehen, weil dann kann man auch gern mal eine Woche jeden Tag 9 Stunden bleiben, weil es ist ja lustig. Oder dass der Urlaub plötzlich wegbröckelt, dass halt die Gewerkschaften und Betriebsräte weiter unterminiert werden und solche Sachen, dann sehe ich das sehr skeptisch. Und das ist es auch. Also Gamification ist in den meisten Fällen nicht Spiel, sondern es ist die Übertragung von ein paar Spielmechaniken auf die Alltagswelt, auf den Unterricht, auf die Arbeit, aber dadurch wird das nicht zum Spiel. Es darf auch nicht zum Spiel werden, weil sonst würde unser Spiel verloren gehen. Ein Spiel hat immer einen klaren Anfang, wo man in den vom niederländischen Kulturhistoriker Johann Heusinger definierten Zauberzirkel eintritt. Man lässt die Regeln des Alltags hinter sich und widmet sich den neuen Aufgaben und Regeln, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Entsprechend muss es auch ein klares Ende geben, wo man das Spiel hinter sich lässt und wieder in den Alltag eintritt. Gefährlich wird es, so der Kulturwissenschaftler, Autor und Publizist Ernst Strohal, wenn hier die Grenzen verschwimmen. Das Konzept der Gamification hat hier auch einen toxischen Nukleus, dass wir diese Welt als Spiel betrachten, Ökonomie als Spiel, Beziehungen als Spiel. Hier lädt man sich auch quasi die dunklen Farben oder die dunkle Seite des Spiels ein. Jedes Gespräch, jede Liebesbeziehung, was auch immer, ist viel komplizierter als das komplizierteste Spiel. Weil etwa im Schachspiel oder wo auch immer, gibt es genaue Felder, es gibt genaue Bewegungsarten und genaue Ziele. Wie kann man in einem Gespräch sagen, was das Ziel des Gespräches wäre? Ich kann sogar nicht wissen, ob es sinnvoll ist, dieses Gespräch zu gewinnen. Ist nicht in einer Beziehung zwischen zwei Menschen es nicht ganz sinnvoll, auch hier und da mal ein Match zu verlieren und sei es aus Liebe? Übers Verlieren und Gewinnen und die Spielwelten dazwischen hat Sarah Kriesche diese Woche berichtet. Literatur und Linktipps zur Sendereihe können Sie unter oe1.orf.at/radiokolleg abrufen.